Was die de facto Pleite Griechenlands mit den Kursen gemacht hat, das haben wir eindrucksvoll am Montag gesehen mit einem 500-Punkte-Gap im DAX oder über 500-Punkte-Gap im DAX. Was aber hat diese de facto Pleite mit den Stimmungsindikatoren gemacht? Sagen die auch schon, die Stimmung ist so schlecht, dass man einsteigen muss, oder ist noch Potenzial nach unten vorhanden? Ist Griechenland überhaupt der große Börseneinflussfaktor oder ist es die Wall Street, die Erholungsversuche der deutschen Börse, die ja relativ schnell ab Montag kamen, immer wieder zunichte gemacht hat? Das sind die Fragen, die wir uns stellen. Natürlich um 14 Uhr. Dann das zweite Halbjahr hat begonnen, aber was den Goldpreis betrifft, nach wie vor Essig. Ändert sich das? Wann ändert sich das? Da kann man auch noch vielleicht mit in den Chart gucken, wann so im zweiten Halbjahr die Kurse angesprungen sind. Alles dann aber natürlich um 14 Uhr. In fundamental, liquiditätsabhängig, stimmungstechnisch bei Ayondo. Bis dann, ich freue mich auf Sie.